Ich kann nicht ewig auf dich setzen, Schätzchen. Du hast alles, was man braucht, um einen Mann heiß zu machen. Aber du musst es auch einsetzen. Bitte, Berat. Müssen wir das vor meinem Bruder? Warum nicht? Er weiß doch, wie der Hase läuft, oder, Junge? Du sagst ziemlich viel, aber das interessiert mich alles einen feuchten Kehricht. Vor mir war deine Schwester nur eine Staubfresserin. Und jetzt sieh sie dir an. Lange Zöpfe, goldverkronte Zähne. Sie rezitiert Elfengedichte und spielt Harfe. Sie ist der Traum jedes Mannes. Sie muss sich nur noch einen Lord angeln, irgendeinen Balg rauspressen, der ihm ähnelt, und schon leben wir alle im Diamantenviertel. Bitte misch dich nicht ein. Du weißt, das nimmt kein gutes Ende. Ich drohe ihr so viel ich will, solange ihr von meinem Teller esst. Du hältst einfach dein Maul und sagst jawohl zu jeder Arbeit, die in meinen Augen niedrig genug für dich ist. Und im Gegenzug staffiere ich dich aus, damit du dir von einem Edelmann einen Braten in die Röhre schieben lassen kannst. Danach seid ihr beide frei und nehmt mich in die Familie auf. Und dann bin ich selbst ein Lord, solange der kleine Prinz lebt. Sowas mögen die Leute. Einen Kastenlosen mit einer großen Klappe. Aber leider bin ich nicht zu meiner Belustigung hier. Ich wollte nach meinen Investitionen sehen und ich fürchte, diese hier zahlt sich nicht aus. Ich gebe dir noch eine Woche, Schätzchen. Wenn du bis dahin niemanden findest, fegst du wieder die Straßen. Aber ich habe jemanden kennengelernt. Er schien sehr interessiert an mir zu sein. Dein Freund Lesky wartet draußen. Er weiß, was du heute für mich tun sollst. Und wage es nicht, die Sache zu vermasseln. Die Zukunft deiner Familie steht gerade auf sehr lockerem Sand. Und ich weiß, dass ihr nirgends hin könnt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Du weißt, wie dringend die Adligen Kinder brauchen. Sie haben kaum noch genug Soldaten, um die Mauern gegen die dunkle Brut zu verteidigen. Wenn ich einem von ihnen einen Sohn schenke, würde das ganze Haus feiern. Und dann würden sie uns alle in ihre Familie aufnehmen. Darauf setzt Berat. Deshalb bezahlt er meine Kleider und meine Gesangsstunden. Er will einen Teil des Kuchens. Ja, das hoffe ich. Er ist so reizend. Er behandelt mich wie eine Dame, nicht wie eine Aussätzige. Das sage ich nicht. Für den Fall, dass ich mich irre. Es ist einfach verrückt zu hoffen, dass einer der bedeutendsten Männer in Orsama jemanden wie mich mag. Aber die Zeit rennt. Ich muss mich jetzt anziehen. Ach, diese Kleider bringen mich noch um. 100 Knöpfe an jedem Ärmel. Und Lesky wartet draußen sicher schon auf dich. Pass auf dich auf. Bis heute Abend. Das wurde aber auch Zeit. Ich wollte schon reinkommen und einen Blick auf deine scharfe Schwester werfen. Garau. Langsam wird mir klar, wo das Bild des griesgrämigen Zwergs herkommt. Aber gut, wir sollen jemanden suchen und züchtigen. Wie es aussieht, spielt einer seiner Schmuggler mit gezinkten Karten. Er heißt Oskias, ein Oberflächler. Berat hat gehört, dass er oben Zeug verkauft, ohne ihm was davon zu sagen. Wir sollen den Mistkerl aufspüren und rausfinden, was er zurückhält. Er hat nur gesagt, findet ihn. Der Staubfresser hat Verwandte in der Händlerkaste. Er ist vermutlich in der Nähe ihres Viertels. Das ist Musik in meinen Ohren, Zyroka. Also, schnappen wir uns den Oberflächler jetzt, oder was? Hey, du da, Katerknabe.
Habt ihr einen Silberling? Mein Junge braucht Medizin, sonst wacht er nicht auf, sagen die Ärzte. Also, schnappen wir uns den Oberflächler. Jetzt oder was? Was willst du hier abschauen? Ein Trupp des Königs hat in den tiefen Wegen Spuren von Raka gefunden. Ach, hier geht alles vor die Hunde. Überall Kostenlose, als wären sie hier zu Hause. Berat, betrachtet es als erst, wenn wir beweisen können, dass der Oberflächler tot ist. Berat empfängt uns erst... wenn wir beweisen können, dass der Oberflächler tot ist. Zurück in ein Schlammloch abschauen. Gehört dieser wertlose Krempel dir? Ist dir klar, dass er im Weg liegt und die Patrouille nicht mehr vorbeikommt? Verschwinde! Kastenlose haben keinen Zutritt. Er will damit sagen, dass wir gerade gehen wollten. Was sollte das denn? Kastenlose sind beim Tornei nicht erlaubt. Platz ist reserviert. Sehr aufmerksam, Oskias. Ist ziemlich ermüdend, dich zu suchen. Woher weißt du, wie ich heiße? Hör zu, ich war Berat gegenüber immer treu. Er war gut zu meiner Familie, wirklich. Ich weiß, wie viel ich ihm verdanke. Mit Vergnügen. Wartet, ich habe etwas, Lyrium. Ist doch nur Erz. Ich habe mit einer der Minenfamilien eine Abmachung. Wisst ihr, keine große Sache. Ich hätte Berat seinen Anteil sicher gebracht, ehrlich. Alles andere wäre doch verrückt. Eher selbstmörderisch. Könnten sich bitte alle, die nicht gleich sterben werden, kurz umdrehen? Das wird kein schöner Anblick. Danke. Das könnt ihr nicht machen. Hilfe! Wachen! Mörder! Sagt Bescheid, wenn ihr was braucht. Ich... Das ist nur ein Stein, ein verdammter Felsklumpen. Dafür wollt ihr mich töten? Nein! Weg von hier, ihr Schmutzke! Wir kämpfen für die Ehre! Das haben wir wirklich gut gemacht! Betrachtet es als erledigt. Wir
Wir müssen das Zeug schleunigst zu Berat bringen, bevor er sich fragt, was wir getrieben haben. Der König ist alt. Seine Herrschaftszeit ist zu Ende. Prinz Belen scheint uns sehr viel gewogener zu sein als Trian. Belen hat gewisse Vorlieben, die ich befriedigen kann. Wir reden später weiter. Da seid ihr ja endlich. Was ist mit Oskias? Ausgezeichnet. Ich schicke gleich jemanden zum Saubermachen. Aber nicht euch. Für euch habe ich eine andere Aufgabe. Die Kriegerkaste veranstaltet heute ein Tornei. Für ihre besten Kämpfer. Duelle bis zum letzten Mann. Das Übliche eben. Das Spektakel ist für einen grauen Wächter gedacht, der Kandidaten für ein Leben voller Ruhm und Ehre sucht. Da es nicht oft vorkommt, dass sich alle namhaften Kämpfer von Orsamar ein Stelldichein geben, haben gewisse Bekannte von mir größtes Interesse bekundet. Ich habe sehr viel Geld auf einen gewissen Ivert gesetzt. Jetzt will ich natürlich sicher sein, dass er gewinnt. Sucht sein Quartier und findet heraus, wann er gegen Meinar antritt. Meinar ist der beste Kämpfer des Feldes, aber wenn ihr sein Wasser mit einer Droge versetzt, ist Ivert klar im Vorteil. Das will ich hoffen. Hier sind eure Passierscheine für den Torneiplatz. Das Tornei beginnt beim nächsten Glockenschlag. Und wenn ich sage, ich habe viel Geld gesetzt, rede ich nicht von Almosen. Es steht viel auf dem Spiel, dein Leben zum Beispiel. Wenn Ivert dieses Tornei nicht gewinnt, solltest du dafür sorgen, dass ich dich oder deine Schwester nie wiedersehe. Du schon wieder. Ich hab doch gesagt, Kastenlose haben keinen Zutritt, Magling. Sieht echt aus. Na, geh schon durch. Aber bleib an den Gräben. Die Grauen Wächter wollen nicht, dass irgendwelche Missgeburten zwischen sie und die Kämpfer geraten. Heiliger Felsen. Stein wohl und gesegnet sei dein Haus. Das war zumindest die offizielle Grußformel, als ich zuletzt in Orsama war. Ist das etwa nicht mehr so? Oder gibt es einen Grund, warum du mich so seltsam ansiehst? Genau wie in meinem Teil von Ferelden. Also gut. Hallo. Mein Name ist Duncan. Ich bin ein grauer Wächter, aber das weißt du vermutlich schon. Freut mich, dich kennenzulernen. Die Wächter sind ständig auf der Suche nach Freiwilligen, die den Mut haben, ihr Leben dem Kampf gegen die dunkle Brut zu widmen. Aber nur wenige verfügen über den nötigen Mut und Willen. Die besten Wächter sind gnadenlos dem Feind gegenüber, mitfühlend mit ihren Freunden und inspirierend für ihre Truppen. Wir erwarten viel, aber ich bin sicher, dass ich hier fündig werde. Und ich hoffe, dass auch du findest, was du suchst. Mm-hmm.
Alter. Verdammt, er ist sternhagelvoll. In dem Zustand würde er sogar gegen einen Toten verlieren. Berat bringt uns um, wenn wir das hier vermasseln. Berat ist immer noch wütend, weil ich dem Schankwirt versehentlich erzählt habe, er hätte befohlen, Freibier zu mir nach Hause zu liefern. Hey, mir ist gerade was eingefallen. Das ist viel besser als meine Idee. Ich wollte vorschlagen, dass wir zu den Tribünen gehen und eine Steinlawine auslösen, aber du bist genial. Du bist Evert. Du gehst einfach raus, lässt dein Visier zu und gewinnst in seinem Namen. Dann hat Berat, was er will, und alle sind glücklich. Bis auf diese Kriegerkastenangeber, die du Sand fressen lässt. Ich liebe dich. Ich hatte schon Angst, Berat lässt uns über die Klinge springen. Du hast ein Herz aus Stahl, Salrocker. Leg die Rüstung an. Es geht weiter mit Waffengang 3. Offizier Miner gegen den Krieger Evert. In den Ring, meine Herren. Wir haben keine Zeit mehr. Sieh zu, dass du alles hast und sag der Tornei-Wache, dass du bereit bist. Und vergiss nicht, deinen Helm geschlossen zu halten. Sehr schön. Nein. Dein Wohl, Evert. Es wird Zeit. Möge das Glück euch hold sein, Evert. Seid ihr bereit? So sei es. Dies ist ein ruhmreiches Tornei unter den wachsamen Augen der Paragons von Orsama. Anlässlich des Besuchs der hochgeschätzten Grauen Wächter. Der Krieger Evert, Sohn von Gorton, kämpft nun gegen Offizier Miner, einen Überlebenden der Schlacht von Kaelrin. Ihr ehrt mich mit diesem Kampf. Möge der Stein das tapferste Herz und den stärksten Arm offenbaren. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt. 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 Sehr schön. Der Sieger heißt Evert! Was für ein Kampf! Der junge Kadett bezwingt den listigen Veteranen. Heiler versorgt seine Wunden. Der Krieger Evert, Sohn von Gorton, kämpft gegen den letztjährigen Champion Adalbo. Ihr ehrt mich mit diesem Kampf, auf dass er uns in den Augen der Götter beiden zum Ruhm gereicht. Zuerst zu. Betrachte es als erledigt. Erledigt. Ja. Betrachte es als erledigt. Betrachte es als erledigt. Der Sieger heißt Evert! Die Ahnen haben ihre Gunst überdacht und begrüßen einen neuen Champion auf ihrem Feld.
Der Krieger Ivert, Sohn von Gorton, kämpft gegen Lenka, die stumme Schwester in Ausbildung. Sie hat bereits ihr Gelübde abgelegt, aber noch nicht mit ihrem Blut besiegelt. Wird sie in den legendären Orden aufgenommen werden? Das kommt ganz auf ihre heutige Leistung an. Zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Wie ihr meint! Wie ihr meint! Betrachtet es als erledigt. Das hat mir wirklich gut gemacht. Der Sieger heißt... Lenka ging zum Stein, wie es sich für sie geziemt. Aber es war nicht schwer, das Blut zu sehen, das vergossen wurde. Ivert wird nun im entscheidenden Waffengang den wahren Champion des Ringes ermitteln. Gegen... Bin ich schon dran? Hey, das ist meine Rüstung! Wer seid ihr? Wie könnt ihr es wagen, dieses Heilige? Wartet, ich kenne den Mann. Das ist die Welt. Aber gegen wen habe ich dann gekämpft? Nehmt euren Helm ab, Krieger, und lasst uns alle euer Gesicht sehen. Eure Gegenwart ehrt uns, Wächter. Aber hier geht es nicht nur um euch. In dieser Arena gelten Gesetze, die vor 1000 Jahren erlassen wurden. Dieser Mann ist kein Krieger. Er ist kastenlos, von den Ahnen verstoßen. Jeder seiner Schritte besudelt den Stein. Für ihn ist hier kein Platz. Es sei denn als euer Champion. Bist du wach? Psst, hörst du mich? Wie blöd. Unbedingt so ein Fass aufmachen? Als du dein Gesicht gezeigt hast, haben sie die Tore verrammelt und die Familien- und Kastenzugehörigkeit aller Anwesenden überprüft. Eine der Wachen hat mich erkannt und vermutet, dass ich zu dir gehöre. Die haben mich 3 Kerzen lang verhört. Wollten wissen, wer uns beauftragt hat. Ich schätze, sie wussten alles. Du weißt schon, über Berat. Nein. Ich meine, ich kenne sie fast alle. Sie haben sonst nicht so viele Blutspritzer an den Wänden. Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen? Gut, seid ihr endlich wach. Berat wird begeistert sein. Ihr habt heute viel Ärger gemacht. Berat hat 100 Sovereigns an Lord Volney verloren. Das ganze Turnier wurde für ungültig erklärt und die Versammlung hat eine Untersuchung angeordnet. Du ahnst ja nicht, welche Laune Berat hatte, als er mir befahl, euch zu holen. Tja, ihr hattet noch nie das Vergnügen, hierher zu kommen. Ihr sitzt in einer der Zellen unter Berats Anwesen. In den Ruinen des alten Orsammer. Hier gibt es reichlich Platz für Gold und Lyrium. Und dicke Mauern, damit niemand eure Schreie hört. Ich hab euch hergebracht. Seit diesem Turnier sind so ziemlich alle Wachen davon überzeugt, dass ihnen die Ahnen ein Denkmal setzen, wenn sie euch den Kopf abschlagen.
aber sie wissen, wer die Peitsche führt. Als Berat eure Auslieferung verlangte, war ihnen klar, wer euer Leben beenden wird. Ihr habt riskiert, ihn vor der gesamten Kriegerkaste bloßzustellen. Jetzt stellen sie Fragen. Und solange ihr Zungen habt, um sie zu beantworten, seid ihr eine Gefahr. Genießt eure letzte gemeinsame Nacht, Jungs. Berat wird schon bald dafür sorgen, dass ihr den Mund haltet.